Herr Guerrero, Antonio, wieso sind Sie ausgerechnet der Spionagefachmann der 5? Darüber wüssten wir nun gern Näheres. Ja, Spionagefachmann, das ist sehr witzig, René. Also in meinem Fall war es so, ich habe vor meiner Verhaftung 5 Jahre in einem Metallladen gearbeitet, in Boca Chica. Boca Chica ist ein großer Militärflughafen in Florida. Und dort habe ich eben in diesem Metallladen gearbeitet. Und das wurde mir, und da gibt es eben diese Militärbasis, die bereits erwähnt. Und es ist aber einfach so, dass ich von der Arbeitsvermittlung, von der US-amerikanischen Arbeitsvermittlung dorthin vermittelt wurde. Das heißt also, ich bin zufällig dort gelandet. Ich hätte jetzt genauso gut auf einem Golfplatz oder in einem Parkhaus landen können. Ja, und also man kann ja gerne dahin fahren, sich das angucken. Das ist, auf diesem Gelände gibt es eine Besucherplattform. Da kann jeder Tourist und jeder interessierte Flugbewegung, Starts und Landungen und so weiter aufzeichnen. Also jedes Kind mit einem Bleistift und einem Zettel könnte da relevante Aufzeichnungen treffen. Da muss man also kein Spion für sein. Es ist aber schon eine Ironie, dass Sie ausgerechnet da gearbeitet haben, in unmittelbarer Nachbarschaft zu einem so heiklen Ort. Ja, das stimmt vielleicht, aber es ist auf jeden Fall eine nachprüfbare Tatsache, dass ich mich nie darum beworben habe, in einem sicherheitsrelevanten oder in einem sensiblen Bereich arbeiten zu können. Also das FBI war sowieso angeblich seit 1995 auf unseren Spuren. Gab es noch mehr in diesem skandalösen Prozess an Skandalen, von denen Sie uns berichten können? Ja, Skandale. Ja, manche Sachen waren unfreiwillig. Unfreiwillig komisch. Zum Beispiel als Exilkubanisten vor dem Gericht ausgesagt haben, dass sie Fidel Castro umbringen wollten und dass sie kubanische Lastwagen und Busse in Brand stecken wollten und Bomben installieren wollten. Das hat natürlich dann irgendwann den Staatsanwalt auf die Palme gebracht und er hat damit gedroht, diese Truppen, in denen diese Menschen, diese Exilkubaner halt organisiert sind, mit Klagen zu überziehen. Danach wäre es mal gut, aber es war natürlich imagemäßig unvorteilhaft für diese Gruppen. Da hätte ich jetzt mal eine Zwischenfrage. Wenn etwas so Peinliches passiert, dann muss das doch ein Medienecho mit sich bringen. Wie haben denn die Zeitungen darauf reagiert und das Fernsehen? Meinen Sie die Lokalpresse, also der Miami Herald zum Beispiel, der ist eigentlich ganz angetan davon, wenn es Leute gibt, denen die Gäule ein wenig durchgehen, sofern es exilkubanische Extremisten sind zumindest. Nein, ich meine jetzt nicht den Miami Herald, ich rede von den landesweiten Medien, so quer über die USA. Ja, gut, also ich meine, es ist jetzt ja nicht so, dass unser Fall in den ganzen USA bekannt wäre, von Nord nach Süd, von Ost nach West. Also ausschließlich in Florida ist eigentlich unser Fall bekannt und das ist auch kein Zufall, denn diesen Quatsch hier, der bei uns abgezogen wurde, einem Volk von 300 Millionen Menschen klar machen zu wollen, wäre gar nicht so einfach gewesen. Und wer will sich vor seinem eigenen Volk schon blamieren? Richtig, und das möchte man immer noch nicht. Und in Deutschland und in anderen Staaten in der EU ist es das Gleiche. Die berühmte Mauer des Schweigens. Zum ersten Mal kapiere ich jetzt diesen Begriff. Ja, die Mauer des Schweigens. Aber man muss ja sagen, dass diese Mauer Löcher bekommen hat. Also es gibt überall, erstmal in den USA, in Lateinamerika natürlich auch, aber auch auf allen anderen Kontinenten in der Welt Komitees, Solidaritätskomitees. Aber die machen dann Aktionen wie diese hier, die stehen sich die Füße in den Bauch, sitzen an Infotischen, hängen Transparente auf und reden sich im Mund fusselig. Und ihnen gegenüber steht dann eine ignorante und professionelle Totschweigemafia, gegen die hat man natürlich keine Schnitte. Ne? Antonio, eine Sache begreife ich umso weniger, je länger dieses Interview dauert. Wie konnte es sein, dass es unter solchen Umständen mit derartigen Rechtsverstößen zu diesen Urteilen kam? Selbst ein Verfahren, das alles daran setzt, den Angeklagten keine Chance unter der Sonne zu lassen, muss doch sein Urteil auf irgendeine Art begründen. Haben Sie mal von ZIPA gehört? Nee, ehrlich gesagt nicht. Was ist das denn? Ja, ZIPA ist eine Abkürzung. ZIPA ist eine Klausel im amerikanischen Rechtssystem, die
Also in ganz seltenen Fällen, in Prozessen, in denen die nationale Sicherheit auf dem Spiel steht, dafür sorgt, dass entsprechend klassifizierte Dokumente nicht eingesehen werden können von der Verteidigung, geschweige denn natürlich zur Verteidigung verwendet werden können. Und in unserem Falle waren das 80% aller Dokumente. Das heißt also, 80% aller Dokumente konnten von unseren Verteidigern gar nicht eingesehen, verwendet werden. Da haben natürlich unsere Verteidiger Einspruch gegen erhoben, aber es war erfolglos letztlich. Aber das bedeutet ja, dass 80% der Anklage auf einer reinen Luftnummer basieren können. Ja, im Prinzip ist das so, weil ich meine, alles, was entsprechend klassifiziert ist, das kann also, wer weiß was sein, alles Mögliche. Es kann aber auch einfach sein, dass es heiße Luft ist, dass es nichts ist, ne? Also dass letztlich gar nichts dahinter steckt. Das muss aber extrem frustrierend sein, auch für eure Rechtsanwälte. Das war's. Ganz gewiss, aber auf der anderen Seite, wir hätten uns wirklich keine anderen besten wünschen können. Es gab, glaube ich, keine besseren Anwälte und die haben gekämpft bis zum Schluss und tun es auch immer noch. Dankeschön.